Hey Leopold, ist alles wieder gut bei dir? Endlich konnten wir dich retten. Kirby, Elfelin, ihr seid der absolute Hammer. Da freut sich sogar Leo. Sehr schön, juhu. Leo, was ist los mit dir? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Heute können wir endlich Leo retten. Leopold, wir kommen! Labor Vergess. Und da wären wir auch schon. Ja, da wären wir tatsächlich. Komm mit, Elfelin. Wir müssen Leopold retten. Da vorne muss er sein. Das Tor öffnet sich und wir können eintreten. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Leopold, wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben nämlich alle Fragmente deiner Seele gesammelt. 300 an der Zahl. Bitte schön, Leopold. Sie gehören dir. Wir haben es geschafft. Leopold, du bist wieder der Alte. Schön, dass du da bist. Wir haben es geschafft. Nicht wahr, Leopold? Auch Leopold tanzt mit. Yay! Was ist los? Oh nein, das muss diese dunkle Macht sein. Besessene Bestie, vergess Leo. Oh nein! Wir müssen Leopold aufhalten. Kirby, setz das hier ein. Ich nehme mal die Sägezahn-Bumerang-Fähigkeit. Leopold, du wirst manipuliert. Du bist nicht der Alte. Versuche daran zu denken, wer du wirklich bist. Oh nein, was für mächtige Angriffe. Ich muss ihn unbedingt stoppen. Ich hoffe, dass meine Sägezahnfähigkeit uns da unterstützen kann. Vorsicht, gerade noch ausgewichen. Und wir bleiben aber dran. Wir haben ihm schon viel abgezogen. Die Sägezahnfähigkeit scheint ziemlich praktisch zu sein in diesem Kampf. Weiter geht's. Und genau. Und zack. Gleich haben wir dich. Leo, gleich haben wir dich gerettet. Wow. Das war eine starke Attacke. Und da vorne ist meine Sägezahnfähigkeit. So, ich hab sie wieder. Und das war's. So, noch ein Treffer. Leopold, du musst die Macht loswerden. Oh nein, da ist dieses Ding schon wieder. Das Gegenstück von Elfelin. Noch grausiger, noch mächtiger. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Was ist das denn für ein Angriff? Seht ihr diese Druckwellen? Da muss ich vorsichtig sein. Immer schön ausweichen, Kirby. Autsch. Oh nein. Gerade noch rechtzeitig ausgewichen. Nein. Seine scharfen Krallen sind viel zu gefährlich. Was macht er jetzt? Es gibt es in Hyperstrahl. Ungemein mächtig. Achtung, da fallen jetzt Steine von oben herab. Nein. Nicht schon wieder. Kirby, immer in Bewegung bleiben und nicht treffen lassen. Auch wenn es nicht einfach ist. So, Säge. Nein, stopp. Nicht, dass ich meine Fähigkeit jetzt noch verliere. Aber da ist das wieder. Dieses komische Ding. Lass Leopold in Ruhe. Lass ihn endlich in Ruhe. Lass ihn in Frieden. Nein. Was für mächtige Angriffe es besitzt. Und schnell zurück. Und abhauen. Dieses komische Ding setzt irgendeine verrückte Macht ein, um uns zu stoppen. Aber das ist meine Chance, um Leopold weiter zu schwächen. Leopold, gleich haben wir dich gerettet, mein Freund. Und Achtung, er greift nochmal an. Aber jetzt, nur noch wenige Treffer. Oh, nimm das hier! Vergess, Leo, besiegt. Leopold, alles in Ordnung? Oh nein, was passiert jetzt? Verwandelt sich dieses Monster? Psychische Bestie, Seelenvergess. Ein Schmetterling. Was passiert jetzt? Wow, das Ding ist verschwunden. Hat uns der Schmetterling gerettet? Oh nein, Moment mal.
Flattertraumfresser Morpho Knight. Ist das etwa Meta Knight? In der Welt der Vergessträume der isolierten Inseln? Wow! Das war ein sehr, sehr gefährlicher Angriff. Wow! Und immer schön entgegenschleudern. Wir müssen diesen komischen Meta Knight besiegen und ich habe nicht mehr viel Energie. Zum Glück habe ich noch eine extra Tomate. Und ich habe noch für 35 Sekunden einen verstärkten Angriff und ein verstärktes Tempo. Das muss ich unbedingt nutzen. Oh, wieder nicht erwischt. Das gibt's ja nicht. Hier dranbleiben. Und zurück. Ja, jetzt gab es einen schönen Treffer. Und gleich noch einmal. So, jetzt über die Ecken. Ja. Ja, nimm du ruhig schön Schaden durch meinen Sägezahnangriff. Oh, was ist das denn? Das wird nicht einfach, aber wir sind gut dabei, um Morpho Knight zu besiegen. Hey, du komisches Ding. Erinnert mich an das Pokémon Ramot. Kennt ihr das aus der 5. Generation? Nein! Dranbleiben. Und es attackiert wieder. Mit Hilfe von diesem fiesen, bösen Ding. Oh, ich glaube, der macht jetzt ernst. Morpho Knight setzt jetzt seine stärksten Angriffe ein. Oh, was macht er da? Der hat ein Riesenschwert. Oh, aber mein Sägezahn schmeißt sich hier durch die Gegend. Wir müssen uns etwas überlegen. Wir müssen gegebenenfalls unsere Taktik ändern. Erstmal die Maxi-Tomate, um meine Energie wieder aufzufüllen. Sonst hätten wir ein großes Problem. Und jetzt. Achtung, oh, nicht erwischt. Was ist denn jetzt los? Irgendwie hat sich die Welt gedreht und verändert. Oh, Herr Jemine. Das sieht gar nicht gut aus und ist alles andere als einfach. Oh, Kirby so zu steuern ist extrem schwierig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Feurige Wirbelstürme. Und? Kommt er jetzt gleich zurück? Da ist er wieder. Jetzt. Ha. Und jetzt kann ich wieder besser steuern. Naja. Mach was immer du willst. Ich werde dich auf jeden Fall aufhalten. Und jetzt aber. Ja. Dranbleiben. Gleich erscheint er wieder. Und noch einmal. Bitteschön. Und mein Sägezahnangriff schwingt hin und her von Mauer zur Mauer. Okay, jetzt reicht's mir aber langsam. Beenden wir das Spielchen gegen Morpho Knight. Gleich haben wir dich besiegt. Noch wenige Kraftpunkte besitzt du an dieser Stelle. Achtung, Achtung. Ausweichen. Und dranbleiben. Einmal gegen die Mauer. Vorsicht, Kirby. Es wird weiterhin spannend bleiben. Aber jetzt führen wir den finalen Schlag aus. Sollten wir treffen. Na komm her, komm her. Ansonsten schicken wir unseren Sägezahn wieder über die Mauern. Und dann treffen wir dich, mein Freund. Jetzt ist es an der Zeit. Oh, der weicht ständig aus. Und jetzt. Haha. Was für ein Treffer. Habt ihr das gesehen? Und damit besiegen wir Morpho Knight. Aber was geschieht jetzt? Haben wir Leopold nun wirklich gerettet? Komisch. Das Ding ist auf jeden Fall verschwunden. Leopold, ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Oh, eine Blaupause. Du hast die Morpho Knight Schwertblaupause erhalten. Bring sie zu Waddle Dees Waffenladen, um damit die Spezialpower Schwert zu entwickeln. Oh, wie cool. Das muss die letzte Blaupause gewesen sein. Leopold, was ist los? Geht es dir gut? Leopold! Hey! Wach auf! Leopold? Leopold, nein! Tatsandra! Ist das etwa die letzte Seele? Das letzte Fragment? Nein! Das Bestienrudel hat ganz viele Fragmente. Das müssen die letzten sein, um Leopold wieder zu erwecken, ihn zum Alten zu machen.
zu einem freundlichen Löwen. Er bewegt sich wieder. Leopold, dir geht es gut. Ah, wie schön. Hey, mein Guter. Oh, wie süß. Tazandra hat dich mächtig vermisst. Und wir sind froh, dass wir dich retten konnten. Kommt her, meine Freunde. Leopold ist wieder der Alte. Schön, dass es dir gut geht. Und zack, sind wir auch schon wieder zurück in der Stadt der Waddle-Dees. Oh, wie es scheint, gibt es die große letzte finale Herausforderung im Kolosseum. Spannend. Bereit, dein Kampftalent unter Beweis zu stellen? Ab sofort kannst du dich für das Ultimativturnier Z im Kolosseum anmelden. Wow. Besuche den Stand vor dem Kolosseum, um dich für das Ultimativturnier Z anzumelden. Viel Glück. Oh, sehr gut. Und nun können wir auch endlich in den Waffenladen. Die Spezialpower-Schwert kann nun weiterentwickelt werden. Besuche Waddle-Dees Waffenladen. Und genau das werden wir auf alle Fälle tun. Oh, schaut mal. Wir können hier nun Geld spenden. Aber das bedeutet doch, dass die Waddle-Dees nun eine schönere und größere Bühne erhalten, oder? Ob sie wohl dann auch andere Instrumente bekommen? Naja, wir werden sehen. Hier sind eure 2000 Münzen. Ich hoffe, sie helfen euch weiter. Und Achtung, jetzt wird spannend. Tada! Eine großartige Bühne. Wow, wie schön! Toll, euch so sehen zu dürfen. Bereit für richtig tolle Musik? Yay! Du hast Sternenmünzen in den Gitarrenkoffer geworfen. Die Band kann nun auf einer fantastischen Bühne noch mehr neue Lieder zum Besten geben. Wie cool! Ach du meine Güte! Kirby, sieh nur! Die Diddly-Dees haben uns als Dank für unsere Unterstützung eine besondere Figur geschenkt. Oh, die nennen sich Diddly-Dees. Das ist ja mal ein cooler Name. Und tada! Bühne frei für die Diddly-Dees. Das muntere Quartett liebt es, vor Zuschauern zu spielen und quittiert jeden Musikwunsch mit Wah, wah! Was so viel bedeutet wie Los geht's! Obwohl jedes Bandmitglied seinen eigenen Musikgeschmack besitzt, harmonieren die Diddly-Dees auf der Bühne überraschend gut. Ja, das ist schön. Und eine richtig tolle Figur, die wir da bekommen haben. Eine weitere kriegen wir hier, nicht wahr? Willkommen in Waddle-Dee Kino. Ausgezeichnetes Timing. Wir haben einen neuen Film im Programm. Also, was möchtest du dir gerne ansehen? Ja, wir haben jetzt wieder einen neuen Film bekommen, aber noch nicht den allerletzten oder die letzten zwei, denn das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Es gibt ja noch das große Finale, welches sich im Kolosseum abspielen wird. Okay, ich komme später wieder vorbei im wunderschönen Kino. Jetzt ist es aber an der Zeit, die letzte Blaupause abzugeben. Guck mal. Ui, hast du da etwa eine Morpho Knight Schwertblaupause? Los, gib schon her. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Dann können wir gleich mit dem Entwickeln loslegen. Und da bin ich mal gespannt. Und? Ist die Fähigkeit verfügbar? Natürlich, vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Schwert kann nun zu Morpho Knight-Schwert entwickelt werden. Und das machen wir natürlich gleich. Schauen wir mal, wie stark die Fähigkeit ist. 5 Kraft und 5 Tempo. Das ist also mit Abstand die stärkste Fähigkeit im ganzen Spiel. Die letzte Schwerterweiterung, Morpho Knight-Schwert. Also mit ihr kann man wahrscheinlich jeden Gegner in Windeseile besiegen. Schnelles Tempo, schnelle oder hohe Kraft. Cool! Die Spezialpower-Schwert hat sich zum Morpho Knight-Schwert entwickelt. Das sieht so richtig stark aus. Diese entwickelte Spezialpower hat ein neues Portal zur Straße der Schätze im Gebiet Rotharts verbotene Lande geöffnet. Starke Sache. Moment mal, Kirby. Haben wir etwa jede Spezialpower entwickelt? Fantastisch! Dass dir dabei ein einfacher Tüftler wie ich geholfen hat. Ich fühle mich geehrt. Hier, nimm diese besondere Sammelfigur.
Ein kleines, putziges Zeichen meiner Anerkennung. Juhu! Und damit kriegen wir eine neue Kapsel im Spiel. Öffnen wir sie und zack! Dieser muntere Handwerker eröffnete in der Stadt einen Waffenladen, in dem er Spezialpower noch mächtiger macht. Dazu braucht er nur eine Blaupause, seinen Hammer und ein wenig Muskelkraft. Mit jeder Entwicklungsstufe wird auch der Kopfschmuck einer Spezialpower größer. Schon bemerkt? Ja, das ist mir durchaus bewusst. Cool, und wir werden diese Fähigkeit gleich mal aufwerten. 5 seltene Steine und 2500 Münzen kostet das Ganze. Dann können wir sie einfach nur ein bisschen stärker machen. Also sie verändert sich nicht, aber wird stärker. So, tada! Aufgewertet zu Morpho Knight Schwert plus Stern. Die Angriffskraft dieser Spezialpower hat ihren Maximalwert erreicht. Oh, ist das cool, oder? Und das kann man natürlich mit jeder Fähigkeit machen. Man muss aber genügend seltene Steine haben. Boom! Jetzt hat Kirby ein riesiges Schwert. Starke Sache. Oh, damit können wir jeden Gegner in Windeseile besiegen, glaube ich. Ja, und falls euch seltene Steine fehlen, könnt ihr einfach im Kolosseum ein paar Herausforderungen meistern. Ich habe noch 5 und würde gerne den Maskenhammer ebenfalls verbessern. Der Maskenhammer ist fast so stark wie das Morpho-Schwert. Okay. Und zack, schon fertig. Das ist jetzt lediglich aufgewertet. Aufgewertet zu Maskenhammer plus Stern. Die Angriffskraft dieser Spezialpower hat ebenfalls ihren Maximalwert erreicht. Ich bleibe aber bei der neuen Fähigkeit und würde sagen, wir können es auf jeden Fall jetzt gleich mal... Moment mal. Ich hole mir mal ganz kurz die Fähigkeit hier mit dem Traumtiefschlaf. Denn dadurch kann ich ja nochmal einen zusätzlichen Boost erhalten. Zum Beispiel kann ich 2 Energieleisten haben oder ich erhöhe mein Tempo, meine Kraft, vielleicht sogar meine Defensive. Aber Defensive und Kraft werden auf jeden Fall immer erhöht. Das habe ich zumindest so in Erfahrung bringen können. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungswerte. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, aber dadurch bin ich einfach für die kommenden Aufgaben besser gewappnet. Denn ich habe jetzt die stärkste Fähigkeit maximal aufgewertet, bin schnell und nochmal zusätzlich stark. Und wir reisen als erstes mal geschwind in die letzte Straße der Schätze, denn die fehlt uns noch. Wenn wir das haben, können wir uns auf das große Finale gefasst machen. Und ich bin mir sicher, ja, es ist natürlich hier. Morpho Knight Schwert. Los geht's. Bring mir doch mal das Schwert zum Einsatz. Schlag zu! Morpho Knight Schwertprüfung. Und das ist die letzte Straße der Schätze. Dann haben wir sie alle gefunden in diesem Spiel. So, ich bin bereit. Ja, kommt her. Wow. Wie cool. Einfach einmal durchgewirbelt. Und jetzt ist es Zeit für mein Riesenschwert. Denn einmal komplett aufgeladen, bekomme ich die Möglichkeit, das Riesenschwert zu nutzen. Na, wo sind die nächsten Gegner? Boom. Oh, mein Schwert ist wieder klein. Ich glaube, diese Fähigkeit hält nur kurz an. Und dann muss ich eben mein Schwert erneut aufladen. So oder so ähnlich wird es hier funktionieren. So. Knorilla besiegt. Mittlerweile habe ich mir den Namen gemerkt. Und uiuiui, Achtung, der Igel kommt. Ah, wie schmeckt dir das, mein Freund? Na, weitere Gegner? Oh, wir müssen Kristalle sammeln. Aha, es gibt also 4 weitere Herausforderungen in allen Ecken. Fangen wir doch mal rechts unten an. Und da gibt es... Oh, Endboss. Ah, ich bin gespannt. Ich glaube, in jeder Ecke wird ein Doppel-Endboss sein. Hier haben wir unseren lieben Grobian. Dann haben wir Federina, den lustigen Bruno und Eisbär. Das müssten die 4 Endbosse sein in ihren Ecken. Also das nenne ich mal eine ziemlich tolle Herausforderung, die ich auch sehr, sehr passend finde. Boah, ja komm. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Immer wenn ich eine Kette an Angriffen ausgeführt habe, achtet mal drauf, kriege ich ein bisschen Energie zurück. Das heißt, diese Fähigkeit, die ich besitze, ist so mächtig, dass ich Kirby sogar regenerieren kann.
Wie gesagt, er kriegt immer wieder Kraftpunkte zurück, ein bisschen Energie zurück. Schaut mal links oben auf meine Energieleiste, sobald ich einen kompletten Combo-Angriff gemacht habe. So, habt ihr gesehen? Ja gut, natürlich lasse ich mich zwischendrin auch immer wieder treffen. Aber ihr seht auch, wie sich meine Energie immer wieder mal kurz auffüllt. Wie zum Beispiel jetzt. Cool, oder? Und jetzt bin ich gleich wieder voll. Zack, volle Energie. Und das ganz ohne Hilfsmittel. Ganz ohne Maxi-Tomate oder Kaffee oder Früchte oder was es sonst so im Spiel gibt. Na gut, ich bin bereit für die nächste Herausforderung. Und auf der Eisfläche, da gibt es natürlich die Eisbärs, oder? Ja, natürlich, Doppel-Eisbärt. Ich bin bereit auch für diese Herausforderung. Na, kommt mal her. Autsch, erfolgreich ausgetrickst. Aber wie schmeckt dir? Oh, dann bin ich erfolgreich auch noch zerquetscht. Na, komm schon. Mein Flammenschwert wird euch stoppen. Jetzt! So, jetzt habe ich ein großes Schwert und das macht euch natürlich sehr schnell platt. Jetzt fehlt nur noch Federina. Das müsste mein letzter Gegner sein, Doppel-Federina. Und die erwartet uns hier rechts oben in der Ecke. Federina, wir kommen! So, aufladen kann ich meinen Angriff nicht, weil es zu dieser kurzen Sequenz kommt. Aber alles halb so wild. Vielleicht komme ich direkt dazu. Und ja, ja, das sieht gut aus. Und bam! So, die eine wäre schon mal fast besiegt. Und komm, 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 komm. Nur noch wenige Treffer. Nochmal Doppelschwert. Oh, beide getroffen. So, Federina, es tut mir leid, aber das war's auch für dich. Damit hätte ich sie besiegt. Ich bin gespannt, ob ich schnell genug war in diesem Kampf. Wir haben alle 5 Kristalle eingesammelt. Und das bedeutet, ich komme jetzt ziemlich sicher genau zum seltenen Stein. Und bekomme obendrauf noch ein paar Münzen. Die brauche ich für die Automaten. Denn die Sammelfiguren müssen ja auch noch gesammelt werden. Sehr gut. Kirby, du hast es gemeistert. 4 Minuten hatten wir Zeit und ich war super schnell. Noch nie war ich so schnell. Das zeigt doch, dass ich bisher ganz gut mit dem Schwert umgehen kann. Aber besser geht immer. Mit Sicherheit seid ihr noch schneller als ich mit dem Schwert unterwegs. Du hast unter Einsatz seiner Spezialpower sämtliche Straßen der Schätze abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du eine besondere Sammelfigur. Cool. Wollen wir doch gleich mal aufmachen und nachsehen, was da drin ist. Wie süß! Wie und warum überall in der Welt Portale zu den sogenannten Straßen der Schätze auftauchten, bleibt ein Rätsel. Die starke Energie, die aus den Portalen strömte, entstammte jedenfalls seltenen Steinen. Eine wirklich reife Leistung, sie alle zu sammeln. Herzlichen Glückwunsch! Kirby, du bist unser Held! Na dann würde ich sagen, schnell zurück in die Stadt der Waddle-Dees. Denn das Kolosseum wartet bereits auf uns. Dort werden wir die finale Schlacht austragen. Oh, ups, ich wollte eigentlich nicht mit dem Gelehrten quatschen. Aber ihr könnt das auf jeden Fall tun, solltet ihr von ihm noch nicht die neue Figur bekommen haben. Doch, werden wir es schaffen? Bleibt katztastisch!